alles im Lot auf dem Boot und alles im Buddel auf dem Kuddel. Der gefährlichste Tag für ein U-Boot ist ja der Tag der offenen Tür. Für alle Schiffe aber kann es an Nebeltagen gefährlich werden. Um sich gegenseitig zu warnen, sollte jedes Schiff ein Nebelhorn an Bord haben. Auf der Blockflöte gibt es zwei Möglichkeiten, ein solches Nebelhorn darzustellen. Und das funktioniert so. Nimm deinen Flötenkopf und decke die untere Öffnung fest mit einer Handfläche ab. Puste nun vorsichtig in den Flötenkopf und summe dazu. Oder du spielst ein E, das sind die roten Kreise im Griffbild, und wirst dabei immer lauter und wieder leiser. Welches der beiden Nebelhörner könnte auf einem dicken Dampfer und welches auf einem kleinen Boot verwendet werden? Hast du noch eigene Ideen, wie du mit der Blockflöte als Nebelhorn andere Schiffe warnen kannst? Viel Spaß beim Probieren und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.